Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und heute geht es hier um die The Human Centipede Trilogie im wattierten Mediabook von XT Video. Und ja, ich packe es jetzt erstmal aus und wie ihr seht, ist die Folie hier ein wenig widerspenstig. Sie geht wirklich schwer ab. Allerdings ist das ja auch ein gutes Zeichen, denn wir sehen natürlich hier, dass das Mediabook gut eingepackt ist und somit auch gut geschützt ist. Und das wollen wir ja so, oder? So, wie ihr hier seht, habe ich den Kampf mit der Folie dann doch gewonnen. Und wir können jetzt einen Blick auf das ausgepackte Mediabook werfen. Und ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall ein guter. Also, wir haben hier wirklich ein cooles Cover. Und wir sehen hier auch, dass der Tausendfüßler nach innen geprägt ist. Und das schaut natürlich richtig geil aus. So, ich halte euch das Ganze jetzt mal näher in die Kamera. Hier oben sehen wir dann die Titelschrift, The Human Centipede Trilogie. In der Mitte sehen wir dann hier den geprägten Tausendfüßler und der schaut wirklich richtig nice aus. Wir sehen hier auch, dass die Nähte geprägt sind und ja, das sieht wirklich richtig hochwertig aus und fühlt sich auch hochwertig an. Unten links sehen wir dann ein XT-Video-Logo und rechts ein Blu-ray-Disc-Logo. Dann halte ich euch hier den geprägten Tausendfüßler nochmal näher in die Kamera. Ich hoffe, dass ihr das so gut erkennen könnt, also dass ihr die Prägung hier auch gut erkennen könnt. Aber normalerweise müsste das gehen. Und ja, was soll ich sagen, ein wirklich cooles Mediabook von vorne. Es ist wattiert, es ist geprägt, es macht wirklich einen hochwertigen Eindruck und es ist auch wirklich dick. Also muss ich ehrlich zugeben, schaut richtig nice aus. So, dann kommen wir mal zum Spine und hier sehen wir oben ein XT-Video-Logo. In der Mitte steht dann The Human Centipede Trilogie und unten sehen wir noch ein Blu-ray-Disc-Logo. Dann drehen wir das Ganze mal um und wir sehen hier hinten, dass die technischen Daten und die Inhaltsangabe sonstiges alles aufgedruckt ist. Wie immer bei XT-Video, finde ich aber nicht schlimm, gefällt mir eigentlich richtig gut. Und ja, dann könnt ihr euch hier mal den Inhalt des Films durchlesen oder der drei Filme. Hier sehen wir noch zu jedem Teil ein Szenenbild und hier unten noch die technischen Daten. Ja, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob der zweite Teil hier wirklich nur in Schwarz-Weiß enthalten ist. Ich kann es ja fast nicht glauben, weil hier ja auch Bilder in Farbe abgebildet sind, aber ich habe es mal gehört. Das wäre natürlich nicht so toll. Das wäre wirklich ein Mango. Ja, hier seht ihr meine Limitierungsnummer. Ich habe die Nummer 170. von 1000 Exemplaren. 370, kleiner Versprecher. Wie gesagt, schreibt mir es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr das ja, ob hier wirklich nur die Schwarz-Weiß-Fassung enthalten ist. So Leute, dann klappen wir das Mediabook einfach mal auf. Und auf der linken Seite seht ihr jetzt hier die drei DVDs mit den drei Teilen, also den drei Filmen drauf. Und ja, wir sehen hier schon, dass hier natürlich ziemlich komische Trays drin sind. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Discs gehen richtig schwer raus. Ich hatte hier wirklich Mühe beim Rausnehmen und ihr müsst natürlich hier auch sehr vorsichtig sein, sonst bricht hier sehr schnell etwas ab. Ja, am Schluss habe ich es aber dann doch irgendwie hinbekommen, ohne was kaputt zu machen, wie ihr hier seht. Und dann können wir auch einen Blick auf den Innendruck werfen und der schaut hier so aus und der geht auf jeden Fall klar. Dann blätter ich mal das Booklet durch und ja, ich habe ja bis jetzt nur den zweiten Teil gesehen, das habe ich ja in meinem letzten Video schon erwähnt. Und ja, was soll ich sagen, ist halt ein ziemlich brutaler Film, ist eine ziemlich brutale Reihe, sehr kontrovers und entweder man liebt diese Filme oder man hasst diese Filme. Ja, es sind einfach Horror-Schocker, würde ich jetzt mal sagen, wo es wirklich richtig zur Sache geht und man muss halt wissen, auf was man sich einlässt. Ja, ich hoffe jetzt halt nur wirklich, dass hier auch die Farbfassung enthalten ist vom zweiten Teil.
Weil ich fände das blöd, wenn die nur die Schwarz-Weiß-Version hier reinmachen würden. Das wäre eigentlich Quatsch, wenn es schon eine Farbfassung gibt. Warum mache ich dann die Schwarz-Weiß-Version hier rein? Aber naja, ich hoffe es. Wenn nicht, müsste ich entweder das Mediabook vom zweiten Teil behalten oder mir die Farbfassung nochmal einzeln kaufen. Mal schauen. Das Booklet ist ja wirklich hochwertig. Wir haben hier viel Text und viele Bilder zu jedem Teil. Allerdings ist es etwas dünn. Ich habe mir hier wirklich mehr Seiten erwartet als nur 16. Muss man ganz klar sagen. Ich meine, ich habe hier 69,99 € bezahlt. Von der Qualität ist es top. Aber ja, vom Buchanteil, ich will jetzt nicht sagen eher Flop, aber es ist ziemlich mau, sagen wir es mal so. Ob ihr das Mediabook noch zu dem Preis von 70 € bekommt, kann ich euch nicht sagen. Soweit ich weiß, bekommt man es mittlerweile nicht mehr unter 90 bis 100 €. Müsst ihr einfach mal schauen. Ja, vielleicht bekommt ihr es noch. Wenn nicht, könnt ihr euch ja das Mediabook zum dritten Teil einzeln holen. Das müsstet ihr noch zwischen 30 und 45 € bekommen. Wie gesagt, bei der Trilogie bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, auf der rechten Seite seht ihr jetzt hier die Blu-ray-Discs zu den drei Filmen. Und ja, hier haben wir natürlich dieselben Trays wie bei den DVDs. Auch hier müsst ihr ziemlich aufpassen, dass nichts abbricht. Aber auch hier habe ich es ganz gut hinbekommen, ohne irgendwas zu beschädigen oder zu zerstören. Und auch hier könnt ihr jetzt mal einen Blick auf den Innendruck werfen. Und der schaut hier so aus. Ja, auch cool. Und dann würde ich sagen, könnt ihr euch gleich nochmal den Innendruck komplett anschauen. Ja, komplett schaut dann der Innendruck so aus. Jo, ist ganz nice. Also das Mediabook ist auf jeden Fall qualitativ hochwertig, weil es halt wattiert ist und geprägt ist, schaut richtig nice aus. Ist auch innen drin auf jeden Fall cool. Wie gesagt, Trace, aber das kann man halt nicht ändern bei 6 Discs. Und das Booklet ist etwas mau. Ich hätte mich gefreut, wenn es dicker gewesen wäre, aber egal, kann man jetzt nicht ändern. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und haut mir mal in die Kommentare, das mit der Schwarz-Weiß-Fassung, ob die wirklich hier enthalten ist oder doch die Farbfassung. Und ja, kauft euch, wenn ihr es noch bekommt und wenn ihr auf diese Filme steht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Movie Pyro 911. Haut rein und ciao! We'll be right back.